Wenn man auf dem Parkplatz vom Holiday Park steht, dann fällt dem aufmerksamen Beobachter etwas ins Auge, das einem zeigt, ja, da sollte man mal dringend was investieren. Wovon rede ich? Manchen ist vielleicht das Straßenschild ins Auge gefallen, da wo ich geparkt habe. Teufelsfässerstraße. Und wir sehen hier eine Überblickskarte über den Parkplatz am Holiday Park und die Straßen sind alle einzeln benannt. Das kann man so machen, dass man sein Auto einfacher wiederfindet. Außerdem ein cleverer Weg, den Besuchern die verschiedenen Attraktionen des Parks nahezubringen. Nur hier gibt's ein klitzewinzig kleines Problem. Denn eigentlich gibt es keine der Attraktionen mehr, die hier noch mit Wegen bezeichnet werden. Schauen wir es mal durch. Wellenhopserweg. Wellenhopser. Weggehopst. Bounty Tower. Nein. Teufelsfässer. Heißen heute Wiki Splash. Freefall Tower. Gut, den gibt's noch. Okay. Das lasse ich gelten. Aquastadion. Abgerissen und zwar schon längst. Blumenpark gibt's nicht mehr. Aquascope gibt's nicht mehr. Burg Holly. Müsste die alte Burg Falkenstein sein. Also das heißt, die wurde mal umbenannt und jetzt gibt's sie sowieso nicht mehr, weil da sollen ja andere Sachen reinkommen. Tanzender Pavillon gibt's nicht mehr. Balloon Race gibt's nicht mehr. Pfälzerdorf, okay, gut, kann ich auch gelten lassen, gibt's noch. Freilichtbühne auch nicht mehr. Und damit erreicht man eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was ursprünglich mal gedacht war. Denn jüngere Holiday Park Besucher, die vielleicht die Geschichte des Parks gar nicht kennen, die werden durch diesen Namen eher verwirrt, weil sie sagen, was soll das denn sein? Teufelsfässer? Was? Mit anderen Worten, es ist Zeit für eine große Investition. Und tatsächlich, Studio 100 hat schon angekündigt, das zu tun. Und was wir da schon sehen und zu sehen bekommen werden, darum geht's in der heutigen Episode. Und damit willkommen, bienvenue, welcome zum Quadruvium Club. Und tatsächlich beginnt das Ganze sich schon auszuwirken. 80 Millionen Euro nimmt die Unternehmensgruppe Studio 100 in die Hand, um den Holiday Park aufzuhübschen. Zum Beispiel hier im Pfälzerdorf, da wurde anstelle des alten Karussells ein neues Karussell erbaut. Es ist im Stil des alten Karussells, das heißt, den Gelegenheitsbesuchern wird das nicht weiter auffallen. Aber es ist erneuert worden, denn eine Reparatur des alten Karussells hat sich wohl nicht mehr gelohnt. Und wenn wir den Kopf vom Karussell ein bisschen drehen, da sehen wir die alte Burg Falkenstein, wo die neue Attraktion die Schlümpfe gebaut wird, die eigentlich schon dieses Jahr hätte kommen sollen. Was den Einzug der Schlümpfe verschlumpft hat, weiß ich nicht genau. Ich habe ein paar Gerüchte geschlumpft, möchte aber dazu nichts weiter schlumpfen, denn wie gesagt, es sind einfach nur Gerüchte. Die Schlümpfe schlumpfen auf jeden Fall ab 2025. So Schlumpf will. Bei der Expedition GeForce entsteht gerade in zwei Schritten ein ganzer neuer Themenbereich. Also es soll zwei Bauphasen geben, die eine schon 2024 abgeschlossen, die zweite 2025. Maskottchen des neuen Themenbereichs soll der Koala-Bär Blinky Bill sein. Er ist der Held einer Fernsehserie, die zwischen 1993 und 1995 produziert wurde. Nachdem wir in der letzten Folge ein paar Figuren angeguckt haben, die schon etwas älter sind, klingt das ja nach etwas relativ Neuem, ist es aber tatsächlich nicht. Die Abenteuer von Blinky Bill ist eine Buchreihe der Autorin Dorothy Wall, die 1933 bereits in Australien publiziert wurden. Nach Deutschland kamen die Bücher erst im Zuge der Fernsehserie, also 1994. Das Thema ist natürlich Australien, der Outback, die Natur und der Schutz der Natur. Zwei Attraktionen werden, / zum Zeitpunkt dieses Videos vermutlich wurden, bereits fertiggestellt, und zwar Blinkys Seifenkisten und der verrückte fliegende Greenville-Bus. Was? Greenville-Bus? Der ganze Themenbereich und eine dritte Attraktion sollen dann das Jahr drauf, 2025, fertiggestellt sein. Hier sehen wir, was geplant ist. Dass das Ganze bei der Expedition GeForce entsteht, hat einen gewissen Hintergedanken. Wenn es vielleicht innerhalb einer Familie oder Gruppe Mitglieder gibt, die nicht unbedingt so eine Action-Achterbahn fahren wollen oder auch können, dann haben die Möglichkeit, während sie auf die anderen warten, die Expedition GeForce fahren, jetzt noch etwas zu unternehmen, anstatt Löcher in die Luft zu starren.
Beim Seifenkistenrennen handelt es sich um einen sogenannten Speedway der Firma Zamperla. Die einzelnen Fahrzeuge hängen an Stangen, die sich rund um eine Verkehrsinsel bewegen, wenn man so sagen will. Der Greenbull Bus ist ein Crazy Bus der gleichen Firma. Eine Art vertikales Karussell, bei dem der Bus in Kreisbewegungen auf- und abfährt. Im hinteren Bereich des Parks von Skyscream aus in Richtung des Sees, da soll auch 2025 eine weitere Achterbahn entstehen. Dieses gestaltet nach dem Kinofilm 100% Wolf oder 100% Wolf, wie auch immer. Der Film folgt der Kinderbuchserie 100% Wolf von Jane Lyons. In der Buchreihe geht es um Freddy Lupin, der sich bei Vollmonden nicht in einen Werwolf verwandelt, sondern in einen Pudel? Okay. Hey, ich bin aus der Generation, die mit Leckmuscheln und Flutschfingern aufgewachsen ist. So schnell erschüttert mich nichts. Zumindest nicht Leute, die sich bei Vollmond in Pudel verwandeln. Jedenfalls, die Buchreihe begann 2009. Es gibt zwei Bücher aus der Reihe. Ein drittes ist angekündigt. Zur Buchreihe gab es 2020 einen Animationsfilm und eine Animationsserie. Produziert wurde das Ganze von Studio 100 selbst. Das heißt, diese Lizenz mussten sie nicht mal erwerben. Die hatten sie schon. Wenn wir aber gerade hier hinten am See sind, der Holiday Park hat noch etwas angekündigt, und zwar für 2026. Also man denkt da schon etwas weiter. Und zwar soll hier am See ein komplett neuer Themenbereich entstehen. Es gibt eine Kooperation mit dem Musikfestival Tomorrowland. Kern des Projekts soll eine spektakuläre Großattraktion sein, aber wenn ich hier mal kurz reingrätschen darf von der Seite. Was dem Park meinem Eindruck nach dringend fehlt, sind sogenannte Slow Rides, ob sie nun Dark Rides seien oder auch unter freiem Himmel. Die der Park mal hatte, wie die Bootsfahrt anno dazumal oder auch die Einschienenbahn. Ja, selbst die ehemalige Burg Falkenstein hat er im Moment zu. Das heißt, in der Hinsicht gibt's momentan im Park gar nichts. Jetzt mag der eine oder die andere kommen und sagen, ja, aber was ist denn zum Beispiel mit Flip der Grashüpfer? Das ist doch ein Slowride. Ja, aber das ist für Kinder gedacht. Wenn ich mich auf so einen Grashüpfer setze, dann sprüht er wahrscheinlich Funken beim Fahren, weil er auf der Schiene schleift. Ich meine einen thematisierten Darkride, eben wie das, was jetzt in Burg Falkenstein entsteht. Oder wie die Bootsfahrt anno dazumal mal war. Etwas, das vielleicht auch für etwas größere Kinder oder Erwachsene gedacht ist. Derartiges gibt es zurzeit gar nicht im Park. Ebenso wie Shows. Shows, die sich an ein etwas breiteres Publikum wenden. Nur so als kleiner Hinweis vielleicht. So. Ich meine, bei einer Investitionssumme von 80 Millionen, vielleicht ist da noch so ein bisschen was irgendwie übrig. Lassen wir uns überraschen. Und apropos überraschen. Keine Überraschung mehr ist der Plan des Holiday Parks, ein eigenes Hotel zu eröffnen. Zum modernen Freizeitpark gehört es mittlerweile dazu und der Holiday Park will da natürlich nicht nachstehen und hat auch schon Pläne. Ihr erinnert euch vielleicht dran, letztes Mal habe ich mich so ein bisschen lustig gemacht über den Maya-Burger. Maya-Burger? Ja, also direkt dahinter ist es geplant, dass das Hotel hinkommt. Da es damit direkt am Maya-Land steht, soll es auch entsprechend thematisiert sein, also wie ein Bienenstock sozusagen. Seien wir gespannt, aber da es das Hotel zurzeit noch nicht gibt, war ich gezwungen auszuweichen. Denn ich wollte in Hasloch übernachten, weil ich mir noch was ansehen wollte über die Zukunft des Holiday Parks. Eine Möglichkeit gibt es da zum Beispiel in Hasloch im Gästehaus Hasloch. Wir sehen hier, dass der Holiday Park ein Stück außerhalb der eigentlichen Stadt Hasloch liegt. Und das Gästehaus ist mit dem Auto ziemlich gut zu erreichen und nicht weit. Okay, natürlich relativ gesehen. Die Lage ist in einem Gewerbegebiet, aber trotzdem ist es ruhig hier. Und das ganze Haus ist eher zweckmäßig. Das heißt, es dient der Übernachtung und, wenn man möchte, dem Frühstück und mehr nicht. Es gibt keine besonderen Einrichtungen, also es ist für Leute, die tagsüber eh unterwegs sind. Entsprechend gibt es direkt im Gästehaus auch kein Restaurant, aber es gibt ein paar Restaurants in unmittelbarer Umgebung. Diese sind zu Fuß gut zu erreichen. Und hier sind wir.
Also, Nummer eins, das ist ein Gästehaus. Das heißt, es ist etwas einfacher eingerichtet. Naja, ein Gästehaus, eben kein Hotel. Und es gibt hier keinen Aufzug. Aber ja, das Zimmer. Das Zimmer ist eigentlich für zwei Personen gedacht, wie man sieht, aber in meinem Fall halt als Einzelzimmer vermietet. Die Ausstattung des Zimmers ist Standard. Bett, Fernseher, ein Schreibtisch, eine Kaffeemaschine und... Okay, hier haben wir einen Schrank. Naja, ein Schrank halt. Und tatsächlich einen Kühlschrank. Also keine Minibar, sondern einen Kühlschrank, den man anschließen kann, wenn man ihn braucht. Aber mal sehen, wie lange ich hier sein werde. Direkt neben der Eingangstür das Badezimmer. Auch hier Standardausstattung. Aber ich wollte mich hier sowieso ein bisschen umsehen. Hier ist nämlich was im Zusammenhang mit dem Holiday Park. Das schauen wir uns gleich mal an. Also nochmal im Überblick zur Orientierung. Wir sehen unten den Holiday Park selbst und oben das Örtchen Hasloch. Meine Unterkunft, das Gästehaus Hasloch, ist markiert und gar nicht weit davon entfernt, da ist der Badepark Hasloch. Das ist im Moment noch das ganz offizielle Schwimmbad der Gemeinde Hasloch. Ich habe vom Gästehaus dort hinten so ungefähr 15 oder vielleicht 20 Minuten zu Fuß gebraucht. Und es gibt einen Grund, warum ich mich auf den Weg hierher gemacht habe. Der Holiday Park bzw. das verantwortliche Management wollte nämlich ursprünglich direkt beim Park einen Wasserpark eröffnen. Das ließ sich politisch nicht durchsetzen und die Gemeinde sagte, ja, aber wir haben diesen alten Badepark, der muss eh renoviert werden. Nehmt doch den. Und so einigte man sich darauf, dass der Badepark in den neuen Wasserpark umgebaut wird. Hier sehen wir auch die Parkplätze und ich persönlich stelle mir die Frage, wie das wohl geregelt werden soll. Also so die Verbindung zwischen dem Holiday Park selbst und dem dann existierenden Wasserpark. Ich weiß, in Rust mit dem Europapark und Rulantica ist eine ähnliche Situation. Nur hier ist die Entfernung sehr viel größer und es gibt zumindest noch kein Hotel direkt neben dem zukünftigen Wasserpark. Ich hätte auch nicht mitbekommen, dass da was geplant ist. Jedenfalls ist es ein langfristiges Projekt. Die Arbeiten an dem Wasserpark sollen nächstes Jahr beginnen. Fertiggestellt werden soll er Ende 2027. Und der Badepark hier in Hasloch, man sieht es ja, das ist ein aktuelles Prospekt, den gibt es nach wie vor. Und der ist nicht klein. Ihr habt es ja von außen zumindest so ein bisschen ahnen können. Ah, ja, ich hätte vielleicht reingehen sollen. So ein angenehmes Bad. Mal ein paar Bahnen ziehen, mich erholen. Naja, ich schweife ab. Jedenfalls, das Gelände ist nicht klein. Also gibt es einen Außenbereich und einen Innenbereich, einen Hallenbereich, eine Sauna und alles Mögliche. Also das ist schon keine schlechte Investition, wenn man da ein neues Erlebnisbad draus machen möchte. Aber es gibt auch kritische Stimmen, die sagen, naja, es ist nicht gut, wenn man sich als Gemeinde zum Beispiel von einer Firma, eben von Plopsa, da abhängig macht. Ja, was draus wird? Keine Ahnung. Also, die Schlümpfe kommen wohl nächstes Jahr. Dieses Jahr noch Blinky Bill, habt ihr gesehen. Und ja, alles Weitere, das wird man sehen müssen. Ja, spannende Entwicklung hier beim Holiday Park. Dummerweise habe ich darüber hinaus noch keine Inspiration. Ich habe ja so ein paar Dinge erwähnt, was man machen könnte, aber ich weiß nicht so recht, was ich machen soll. Naja,
Eine Sache noch. Letztes Mal habe ich bei den ganzen sogenannten IPs erwähnt, dass die Biene Maya und auch Heidi gemeinfrei sind. Was meine ich damit genau? Und gibt es da irgendwelche Fallstricke? Ja, natürlich gibt es da Fallstricke. Also gemeinfrei bedeutet, dass ein Autor, so böse das klingt, lange genug tot ist, dass sein Werk nicht mehr urheberrechtlich geschützt ist. Da Johanna Spyri, die Autorin von Heidi, schon etwas länger tot ist, sind auch die Heidi-Geschichten etwas länger gemeinfrei. Die Biene Maya, dadurch, dass Waldemar Bonsels in den 1950er Jahren, wenn ich das richtig zurückrechne, gestorben ist, hat es etwas länger gedauert. Seine Werke sind 2023 gemeinfrei geworden. Achtung, seine Werke. Was wir zum Beispiel im Holiday Park sehen, ist dieses Design von der Biene Maya. Das Design ist nicht gemeinfrei. Die Originalgeschichte, das Originalbuch, beziehungsweise es sind ja zwei Bücher, also die Abenteuer der Biene Maya und das Himmelsvolk, die sind gemeinfrei, die findet man auch als Kompletttext im Internet und das ist alles völlig legal. Das Design, also wenn ich jetzt sagen würde, ja, dann kann ich ja neue Geschichten von der Biene Maya schreiben. Ja, aber dieses Design darf ich nicht verwenden, denn das hat das Anime-Studio entworfen, die damals die Zeichentrickserie von der Biene Maya produziert hat. Und dieses Design ist nicht gemeinfrei. Und was noch dazu kommt, das Anime hat ein paar Dinge verändert. Und da muss man aufpassen. Ich darf neue Geschichten schreiben, ja, aber nur das, was auf dem Originaltext von Waldemar Bonsels basiert. Denn so Figuren wie zum Beispiel Willi, die tauchen in der Geschichte gar nicht auf. Das heißt, wenn ich Willi in einer neuen Geschichte verwende, verletze ich das Urheberrecht des Studios, das das Anime von der Biene Maya produziert hat. Das Gleiche, also Willi ist komplett neu erfunden. Das Gleiche ist allerdings auch mit Flip. Die Biene Maya begegnet zwar in den Originalabenteuern von Waldemar Bonsels einem Grashüpfer, der bleibt allerdings namenlos. Und wenn ich jetzt einen Grashüpfer mit Namen Flip in eine Geschichte einführe, dann ist es eine Urheberrechtsverletzung, wieder mal, des Studios, die das Anime produziert hat. Aber, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, machen wir es doch mal. Hier, so, das ist mein neues Design von der Biene Maya. Und ihr erlebt jetzt viele tolle neue Abenteuer. Flieg, Biene Maya! Ja, okay. Aber ihr versteht, worum es geht. Das würde gehen. Das hier nicht. Also, das wollte ich nur noch mal klargestellt haben. Und jetzt gehe ich was essen in dem Restaurant, das man mir empfohlen hat. Vielleicht bekomme ich ja da eine Inspiration für die nächste Folge. Und ich war in diesem Restaurant und da ich zwar so ein paar vage Ideen habe, aber noch keine zündende, wie ich jetzt weitermachen soll, habe ich mir einen Glückskeks mitgenommen und werde mich jetzt von der Glückskeksbotschaft inspirieren lassen. Falls es da was zum Inspirieren gibt. Okay, also der Glückskeks, eine uralte Tradition, die in China, glaube ich, kaum jemand kennt. Den Glückskeks zerbrechen, die Botschaft lesen und inspiriert sein. Okay. Was steht denn da? Sie sind originell und kreativ. Danke. Das ist sehr nett, aber nicht unbedingt das, was ich jetzt brauche. Thank you.
McAvoy Simum. Niemand nennt mich McAvoy. Absender? N.A. Okay. Eine kleine Post, eine ziemlich schwere Post. Was ist da drin? Oha. Oha. Was für eine riesige Münze. Das Rheingold. Richard Wagner, Der Ring des Nibelungen. Irgendjemand möchte mich da wohl auf eine Spur lotsen. Ich habe es ja angesprochen, diese Sache mit den Hörnerhelmen. Ich meine, schon bei den Original-Wiki-Büchern hat Wiki einen Hörnerhelm und sein Vater hat einen Hörnerhelm, aber die Wikinger hatten keine Hörnerhelme. Die Hörnerhelme sind ein Produkt der Romantik und der Nationalistik. Und weiter verbreitet wurde dieses Klischee unter anderem durch die Opern von Richard Wagner. Der Ring des Nibelungen ist ein Opernzyklus aus 4 Teilen. Das Rheingold ist der Vorabend. Aber Moment. Wir sind jetzt zwar nicht in der Nähe von Bayreuth, wo die Festspiele zu Ehren von Richard Wagner immer stattfinden und wo sehr lange Zeit immer wieder neue Versionen vom Ring des Nibelungen aufgeführt wurden. Aber wir befinden uns hier gar nicht so weit weg. Mal sehen. Worms. Worms. Das sind 41 Kilometer. Wir sind gar nicht so weit weg von der Nibelungenstadt Worms. Dann gehen wir dem doch nach. Ja. Also dann. Beim nächsten Mal begeben wir uns auf die Spuren der sagenhaften Nibelungen. Bis dahin, passt gut auf euch auf und wir sehen uns.